Die Kraft der Anziehung. Ein Phänomen, das sich die Menschen auf vielerlei Arten zunutze machen. Magnetismus ist unsichtbar, aber allgegenwärtig. Er treibt Elektromotoren an und lässt Lautsprecher vibrieren. Wir begegnen ihm beim Zähneputzen, benötigen ihn beim Einkauf oder zum Reisen. Doch das bekannteste Symbol für Magnetismus ist sicherlich der Kompass. Magnetfelder sind für uns nicht direkt wahrnehmbar, aber sie lassen sich sichtbar machen. Legt man Magnete unter ein Blatt mit Eisenspänen, so ordnen sich diese entlang der sogenannten Feldlinien an. Auch die Erde ist von einem Magnetfeld umgeben. Schon im antiken Griechenland kannte man die wundersame Eigenschaft des schwarzmetallischen Magnetits. Stücke dieses Eisenoxidminerals zogen sich geradezu magisch an. Bereits um Christi Geburt waren in China Geräte gebräuchlich, die wie ein Kompass funktionierten. Der Chinese Zhu Yi berichtet 1117 erstmals von einem Kompass zur Orientierung. Er besteht aus einer kleinen Magnetnadel, die in einem Strohhalm steckt und in einer Wasserschale schwimmt. Das Gerät soll von Seefahrern verwendet worden sein, dürfte aber insbesondere bei hohem Wellengang versagt haben. Um 1250 befestigen Seeleute aus dem Mittelmeerraum eine Magnetnadel so, dass sie um ihren Mittelpunkt frei drehbar ist. Der Kompass, wie wir ihn kennen, ist erfunden. Warum sich Kompassnadeln in Nord-Süd-Richtung einstellen, war lange Zeit ein Rätsel. Man vermutete, ein gigantischer Berg aus Magnetit hoch im Norden sei die Ursache. Es kursierten Schauermärchen von Schiffen, die diesem Berg zu nahe gekommen seien. Die gewaltige Anziehung habe die Nägel aus den Planken und die Seemänner in den Tod gerissen. Der englische Forscher William Gilbert macht es sich um 1600 zur Aufgabe, solch abergläubische Vorstellungen zu widerlegen. So zeigt er, dass Knoblauch den Magnetismus nicht zerstört. So wenig wie Diamanten ihn verstärken. In seiner Abhandlung De Magnete schildert Gilbert seine Experimente. Er bedient sich eines Magnetitklumpens, um das Verhalten von Kompassnadeln auf der Erdkugel nachzuempfinden. Und tatsächlich kann er im Versuch die sogenannte Inklination beobachten. Nur direkt am Äquator bleibt die Nadel waagrecht. Je näher sie einem der Pole kommt, umso mehr neigt sie sich. An den Polen selbst steht sie sogar senkrecht. Daraus entwickelt der Forscher die Hypothese, dass die Erde ein gewaltiger Magnet sei. Schon bald nachdem sich der Kompass als Navigationsmittel etabliert hatte, erkannte man, die Nadel zeigt keineswegs von jedem Ort der Erde genau auf den Nordpol. Diese Erscheinung wird Missweisung oder Deklination genannt. Im 18. Jahrhundert dann rückt das Magnetfeld der Erde in das Blickfeld der Forschung. Vieles, was wir heute darüber wissen, verdanken wir dem Physiker und Mathematiker Carl Friedrich Gauss. Er schuf die Grundlage zur systematischen Erforschung des Erdmagnetfelds. Gauss wird am 30. April 1777 in Braunschweig geboren, als das einzige Kind armer Eltern. Später sagt er von sich, er habe das Rechnen vor dem Sprechen gelernt. In der Schule fällt sein mathematisches Genie schnell auf. Gauss wird dem Herzog von Braunschweig vorgestellt, der ihm ein Stipendium verleiht. So kann er das Gymnasium und später die Universität besuchen. Als sein Gönner im Krieg getötet wird, nimmt Gauss eine Professur für Mathematik in Göttingen an und wird Direktor der dortigen Sternwarte. Das Schicksal stellt ihn auf die Probe. Innerhalb eines Jahres sterben sein Vater, seine Frau und das jüngste seiner drei Kinder. Gauss widmet sich nun ganz der Wissenschaft.
Sein Interesse gilt neben der Mathematik nun vermehrt der Astronomie. Schon in jungen Jahren hatte er die Fachwelt verblüfft, indem er die Bahn des Asteroiden Ceres sehr exakt berechnete. Der Asteroid war hinter der Sonne verschwunden und tauchte zum von Gauss vorhergesagten Zeitpunkt genau an der von ihm bestimmten Position wieder auf. Der Heliotrop, ein Gerät, das Gauss entwickelte, als er 1816 den Auftrag erhielt, das Königreich Hannover zu vermessen. Diese Aufgabe sollte ihn 25 Jahre lang beschäftigen und zahlreiche wichtige Entdeckungen machen lassen. Die herkömmlichen Apparaturen zur Landvermessung waren dem Perfektionisten Gauss zu ungenau. Wie diese nutzt der Heliotrop zwar das Sonnenlicht, um die Position von Vermessungspunkten im Gelände zu bestimmen. Allerdings konnte er Lichtstrahlen über wesentlich größere Entfernungen reflektieren. Carl Friedrich Gauss war ein universeller Geist. Kaum ein Bereich der Naturwissenschaften, der nicht sein Interesse weckte. Auf dem Gebiet der Mathematik etwa berechnete Gauss die nach ihm benannte Kurve der Normalverteilung. Sie ist kein abstraktes Konstrukt, sondern eine Regel, die sich häufig in der Natur beobachten lässt. Zum Beispiel bei der Größe von Kartoffeln. Es gibt nur wenige kleinere, die meisten liegen im Durchschnitt und wenige sind deutlich größer. Bei seinen Messungen fiel Gauss dieser Trend zum Mittelmaß auf. Er registrierte nur selten Werte, die stark vom Durchschnitt abwichen. Gauss zeichnete ein Diagramm der Häufigkeit, das eine Glockenkurve ergab. Doch zurück zu seiner wahren Leidenschaft, dem Erdmagnetismus. Da rein bitte. Professor Ost aus Frankreich. 1832 bittet der Naturforscher Alexander von Humboldt Gauss um seine Unterstützung. Er sei dabei, ein weltweites Netz zur Beobachtung des Magnetismus aufzubauen. Gauss und sein Kollege Wilhelm Weber sind begeistert von dieser Initiative. Sie erreichen, dass Observatorien unter anderem in Skandinavien, Sibirien und sogar in Tasmanien entstehen. Um Veränderungen im Erdmagnetfeld zu messen, konstruiert Gauss das Magnetometer. Dessen Herzstücke sind ein Pendel und ein gewöhnlicher Kompass. Die Konstruktion ist einfach, doch die Anforderungen an die Präzision sind hoch. Um die Skala abzulesen, muss ein Fernglas verwendet werden, denn schon ein bloßer Atemzug könnte die Messung verfälschen. Solche Verfälschungen wollten Gauss und Weber um jeden Preis vermeiden. Ihre Göttinger Beobachtungsstation wurde völlig ohne Metall gebaut. Ein eisenfreies Haus, ohne jeglichen Einfluss auf das Erdmagnetfeld. Hier forschen sie manchmal bis zur Erschöpfung, führen 24 oder 36 Stunden lang Messungen im 5-Minuten-Takt durch. Vergleiche mit den Daten der internationalen Observatorien lassen die beiden allmählich eine Vorstellung davon gewinnen, wie das Erdmagnetfeld als Ganzes aussieht. Gewissermaßen nebenbei konstruieren Gauss und Weber die erste einsatzfähige Telegraphenanlage. Durch ihre Studien zum Magnetismus lernen sie, wie sich mit Drahtspulen und Dauermagneten Strom in Bewegung umsetzen lässt. Ihr Sender erzeugt mittels Elektrizität ein künstliches Magnetfeld, durch das ein Signalgeber in Bewegung versetzt wird. Sie spannen einen Draht quer über die Dächer Göttingens von Webers Physikalischem Institut bis zur Gaußschen Sternwarte. Hier können Sie die Impulse des Signalgebers dann tatsächlich störungsfrei empfangen. Seine Forschungsergebnisse fasst Gauss 1839 als allgemeine Theorie des Erdmagnetismus zusammen. Das Werk gilt als sein bedeutendster Beitrag auf dem Gebiet der Physik und liefert der jüngeren Forschern wertvolle Anregungen. Der Leiter der Münchner Universitätssternwarte, Johann von Lamont, befasst sich 10 Jahre später mit den Schwankungen im Erdmagnetfeld.
Er bringt sie in Zusammenhang mit der unterschiedlichen Aktivität der Sonnenflecken. Heute weiß man, dass gewaltige Eruptionen auf der Sonne hochenergetische Teilchen erzeugen. Treffen diese Sonnenwinde auf die äußere Erdatmosphäre, lädt sie sich elektrisch auf und verursacht so Schwankungen im Magnetfeld der Erde. Lamont hatte mit seiner Theorie also richtig gelegen. Ohne Magnetfeld wäre die Erde ein toter Planet. Es schützt das Leben vor den hochenergetischen Sonnenwinden. Die Evolution wäre ohne diesen Schutzschild anders verlaufen. Vermutlich hätte das Leben das Wasser niemals verlassen können. An den Polen liegt das Magnetfeld näher an der Erdoberfläche. Deshalb dringen die Sonnenstürme tiefer in die Atmosphäre ein. Wenn sie die hoch im Norden liegenden transkontinentalen Hochspannungsleitungen beschädigen, offenbart sich die Zerstörungskraft der Sonnenstürme. Das starke Magnetfeld verursacht hohe Ströme in den Leitungen. Empfindliche Bauteile wie Transformatoren werden dadurch zerstört. Woher aber kommt eigentlich das Magnetfeld der Erde? Die Vorstellung, in ihrem Inneren befinde sich ein gigantischer Magnet, stellte sich schnell als zu simpel heraus. Erst 1919 gelingt es Joseph Lamour, eine plausible Erklärung zu finden. Der äußere, glutflüssige Kern unseres Planeten ist ca. 3800 Grad heiß. Der feste innere Kern noch um etwa 1500 Grad heißer. Dadurch entstehen starke Strömungen im Inneren. Die Drehbewegung der Erde lenkt diese Ströme ab. Sie vollziehen eine Spiralbewegung parallel zur Erdachse. Der äußere metallische Kern ist elektrisch leitfähig. Wie bei einem Dynamo wird Strom erzeugt und es bildet sich ein Magnetfeld. Dieses Feld hat sich immer wieder stark verändert. Die Position der magnetischen Pole wandert stetig. Der Nordpol etwa allein in den vergangenen 100 Jahren um 10 Kilometer. Das Magnetfeld ist sogar mehrfach völlig verschwunden und kurz darauf wieder aufgetaucht, manchmal mit vertauschten Polen. Die Geschichte des Erdmagnetismus steht geschrieben in erstarrtem Vulkangestein. Geologen verstehen es, die Feldlinien der Vergangenheit zu lesen. So lässt sich mit Gewissheit sagen, dass die jüngste Umpolung vor etwa 750.000 Jahren stattfand. Durchschnittlich ereignen sich solche Prozesse alle 500.000 Jahre. Die nächste Umpolung wäre demnach überfällig. Tatsächlich schwächt sich das Magnetfeld seit knapp 2000 Jahren ab. Geophysiker sind bemüht, die Bewegungen des glutflüssigen Gesteins im Erdinneren zu berechnen. Prognosen aber sind unmöglich. Es wäre verheerend, wenn das schützende Magnetfeld für längere Zeit zusammenbräche. Die Sonne, die das Leben schenkte, würde es unbarmherzig auch wieder zerstören. Das Erbmaterial reagiert hochempfindlich auf die Sonnenwinde. Genetische Defekte wären die Folge. Zahlreiche Tierarten würden abrupt aussterben. Denn manche Vögel, Fische oder Schildkröten benutzen das Erdmagnetfeld zur Navigation. Sie wären bei ihren Wanderungen völlig orientierungslos. Auch aus technischer Perspektive ist ein stabiles Erdmagnetfeld wichtig. So sind die meisten Satellitendefekte ein Resultat elektromagnetischer Turbulenzen. Ein Ausfall der Kommunikationssysteme würde das wirtschaftliche und soziale Leben zum Erliegen bringen. Zurzeit registrieren Forscher an der Südspitze Afrikas Wirbel im Magnetfeld. Manche deuten sie als Vorboten einer Umpolung. Ohne Magnetfeld würde auch der gute alte Kompass nicht mehr funktionieren. Dann wäre selbst Gauss orientierungslos gewesen.